Ja, also das kann ich nur zurückgeben. Es ist mir eine Ehre, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen und diesen gut besuchten Saal. Wahrscheinlich wird die Luft irgendwann knapp. Über ein ja nicht ganz einfaches Thema, aber wir wollen darüber möglichst normal sprechen. Ja, aufzuklären kann ich nicht sagen. Also die meisten von Ihnen werden das kennen, die Euthanasiemorde. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie es abgelaufen ist. Es begann im Sommer 1939, man hat es schon länger vor dem Krieg erlebt. Die Motive dafür waren rein materieller Natur. Es ging um Reservekrankenhäuser für den Kriegsfall, um das Freimachen von Betten, das Freimachen von Personal auf der einen Seite. Und es ging auch darum, Lebensmittel einzusparen, einfach Ressourcen im Kriegsfall. Und natürlich auch die Menschen, die sich um vielleicht pflegebedürftige und psychisch kranke Angehörige kümmern, verfügbarer zu machen im Krieg. Und das lief, grob gesagt, in folgenden Komplexen ab. Ganz am Anfang, also beginnend 1940, hat man innerhalb von 18 Monaten gut 70.000 Menschen in Gaskammern ermordet, vor allem geisteskranke Erwachsene, aber man weiß heute relativ genau, also selbst vierjährige Kinder sind in diesen Gaskammern mit ermordet worden. Es waren nicht nur Erwachsene. In der zweiten Phase dann, es kam zu einer Unterbrechung im Sommer 1941, auf die kommen wir noch zu sprechen, sind dann in allen öffentlichen psychiatrischen Anstalten, in fast allen, aus einer Mischung von Hunger, Vernachlässigung und systematischer Medikamentengabe, ja, durch Bettlägerigkeit, Lungenentzündung erzeugt worden, oft innerhalb von einer Woche. Also wenn Sie eine bestimmte Menge von Luminalberuhigungsmittel geben und die Fenster schön offen halten, dann klappt das. Und auf diese Weise sind noch mal mehr als 100.000 Menschen umgebracht worden. Dann gab es noch ein spezielles Programm für behinderte Kinder. Die waren seit dem 18. August 1939 prinzipiell meldepflichtig an den sogenannten Reichsausschuss zur Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden. Das müssen Sie sich nicht merken. Das ist eine Tarnadresse gewesen in Berlin. Und Hebammen und niedergelassene Kinderärzte, Krankenhausärzte, Amtsärzte hatten diese Kinder zu melden. Hebammen kriegten 2 Mark dafür pro Meldung. Das würde heute ungefähr 25 € entsprechen, die man für diese Leistung bekam. Es sind rund 100.000 Kinder gemeldet worden und nach einem bestimmten Gutachtenverfahren sind dann diese Kinder. Von diesen Kindern mindestens 5.000, es können aber auch 8.000 gewesen sein, genaue Zahlen gibt es bis heute nicht, ermordet worden in speziellen dezentralen Kinderfachabteilungen. So nannte man das. Das waren spezielle Stationen an psychiatrischen Kliniken, aber in einigen Fällen auch an Kinderkrankenhäusern. Also in meiner Familie, ich habe auch recherchiert, da sieht es aus, da ist eine Tante Martha ist gerettet worden. Die ist immer aus der Anstalt geholt worden. Aber meine Mutter hat mir aus dem Sterbebett, hat sie mir erzählt von ihrer Freundin Annemarie. Und hat gesagt, das will ich dir noch sagen. Die hat, also das ist 5 Jahre her, die hat ein Kind zum Ermorden gebracht auf Druck ihres Ehemannes. Und das ist ganz interessant, weil es hier in Saarbrücken spielt. Dieser Ehemann, das war hier der GAU-Jugendführer der Saarpfalz, Walter Kröcher. Übrigens ein direkter Onkel von Andreas Baader. Naja, da sehen Sie, was so in deutschen Familien so ist und worüber nie gesprochen wird. Es ist mir übrigens nicht gelungen, rauszufinden, wie dieses Kind genau geheißen hat und wo es wohnt. Es gibt ja familiäre Verbindungen. Ich habe die angeschrieben, aber keine Reaktion bekommen. Die Angehörigen. Das spielte ganz am Anfang
als über die Morde geredet worden ist, sofort eine große Rolle in der Kanzlei des Führers. Im Sommer 1939 hat er sich ein Gutachten lassen machen von seinem Leibarzt Theo Morell. Und dieser Theo Morell kramt da eine Umfrage aus, die in den 1920er Jahren gemacht worden ist in einem Heim in der Oberlausitz. Da waren sehr schwerbehinderte Kinder und Jugendliche. Die Gründe für die behinderten Kinder, die verschieben sich geschichtlich immer so ein bisschen, aber sie sind immer wieder andere. Damals waren es vor allem Kinderkrankheiten, die so im Alter von 2-3 Jahren dann bei Diphtherie, Scharlach, Masern, Hirnhautentzündungen erzeugt haben und dann eben zu schweren dauerhaften Behinderungen führten, falls die Kinder nicht gestorben sind vorher, also an der Krankheit selbst. Und da fragt er unter den Eltern, weil es diese Diskussion nach dem Ersten Weltkrieg gibt, die Debatte um das lebensunwerte Leben und die Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form, das haben zwei Professoren geschrieben, Binding in Leipzig, ein Jurist, und Hoche in Freiburg, ein Psychiater, beides keine Rechtsradikalen, sondern eher liberale, bürgerliche Menschen. Und da fragt man, also wenn es da ein Gesetz gäbe und man, ihr Kind ist überhaupt nicht mehr zu heilen, was meinen Sie, wenn Ärzte zu dem Schluss kommen und das auch schmerzfrei geschieht, soll man es von seinem Leiden erlösen? Und gleichzeitig ist gesagt worden, es passiert nichts, wir fragen nur. Und es haben 71% der Eltern mit einem glatten Ja geantwortet auf diese Frage. Im Prinzip konnte fast jeder Angehörige, der sich auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt, ich habe gehört, da passiert was, das und das, ich will meinen Onkel Otto raushaben aus der Anstalt und ich nehme ihn nach Hause, konnte das tun, so wie es im Fall meiner Tante Martha, die in Kehl-Kork da in diesen Anstalten war, geschehen ist. Man hat untersucht inzwischen, weil man Krankenakten von 30.000 Menschen hat, die damals ermordet worden sind, wie der Kontakt zu den Angehörigen war. Nur in 19% der Fälle war der Kontakt zu den Angehörigen regelmäßig laut Akten. Sie können das ganz gut messen an Taschengeldüberweisungen, Besuchen, das Heimholen zu Feiertagen, das Schicken von Päckchen, das Schicken von Taschengeld, die Nachfragen bei Ärzten, das ist da registriert. Im Fall der Überlebenden, wenn man da Vergleichsakten mit denselben Diagnosen nimmt, und das sind mehrere tausend Akten, die man da nebeneinander gehalten hat, war der Kontakt zu den Angehörigen in 40% der Fälle gut. Das heißt, Sie sehen, das Verhalten, das normale Besuchsverhalten der Angehörigen spielt eine riesige Rolle hinsichtlich der Frage, überleben oder nicht überleben. Die aus der Anstalt Richtung Gaskammer transportiert wurden, kommen erstmal für 4 Wochen in eine sogenannte Zwischenanstalt. Und dieser Aufenthalt in der Zwischenanstalt hatte A, den Sinn, also Irrtümer nochmal zu überprüfen, wenn jemand, der eigentlich arbeiten konnte, da aufgrund dieser Fragebogendiagnosen falsch einsortiert worden war. Und zweitens den Angehörigen, die sozusagen energisch nachgefragt haben, Gelegenheit zu geben, ihre Leute rauszuholen. Das ist in weniger als ein, das war nicht öffentlich bekannt, aber wenn Sie, also es gibt Beispiele, da kommt eine Mutter, die hat einen kriegsverletzten Sohn aus dem Ersten Weltkrieg und der ist morgens abtransportiert nach Grafeneck zur Vergasung. Und sie kommt in die Anstalt und er ist weg. Und sie rennt zur Post und schreibt ein Telegramm an die Kanzlei des Führers, beschwert sich bei Hitler. Am Abend ist dieser Kranke wieder da. Sie haben das in den Akten. Und so gibt es immer wieder also solche Frauen, die das tun. Man rechnet ungefähr damit, dass mehrere hundert vor den Gaskammern, also vor der Stahltüre der Gaskammer, noch umkehren konnten, weil einzelne Angehörige Krach geschlagen haben
und in PKWs dann zurückgefahren wurden in die Anstalten. Also es gibt inzwischen eine ganze große, also keine sehr große Zahl, aber eine größere Zahl solcher dokumentierter Fälle. Das Zweite ist, dass die Anstaltsdirektoren in den, ich sage es technisch, in den Abgabeanstalten und in den Zwischenanstalten in das Verfahren einbezogen wurden, und zwar ziemlich schnell seit dem Mai 1940. Und es gab einen ausdrücklichen Erlass der Zentrale auch, dass wenn Angehörige protestieren, ihnen zwingend, also von der Kanzlei des Führers, ihnen zwingend die Kranken rauszugeben sind, im Sinne des guten Gesamtablaufes. Dies galt nicht für jüdische Patienten, das waren ungefähr 5000, und das galt auch nicht für Sicherungsverwahrte. Also in diesen Fällen gab es für Angehörige keinerlei Chancen, aber für alle anderen. So, und die Abgabeanstalten kriegten Listen, also der Chefarzt dort, beziehungsweise die Stationsärzte, da stand drauf, wir holen jetzt in einer Woche, machen Sie die fertig, 90 Leute bei Ihnen ab, im Rahmen der bekannten Aktion, und wir schicken Ihnen eine Liste mit 120 und Sie dürfen 30 davon runterstreichen. Also Sie müssen 30 davon runterstreichen. Das heißt erstmal praktisch, dass die Chefärzte und die Stationsärzte mit in das Verfahren des Mordens direkt alle einbezogen waren. Es heißt aber auch, wenn Sie da jetzt Chefarzt sind, wen streichen Sie runter? Leute, zu denen Sie besondere Beziehungen haben, Leute, von denen Sie denken, das ist eine falsche Diagnose. Und natürlich, das kann man jetzt nicht beweisen, aber ich glaube, es ist ganz naheliegend und menschlich, natürlich Leute, wo Sie damit rechnen, dass am nächsten Sonntag die Angehörigen da sind und Radau machen und also Schwierigkeiten bereiten. Und dieses Verfahren wiederholt sich dann nochmal in den Zwischenanstalten. Auch da wird dieser Filter noch einmal eingebaut. Und das heißt aber praktisch, dass sämtliche Chefärzte, Stationsärzte im ganzen Reich, wo die Kranken dann eingesammelt werden, unmittelbar mitbeteiligt sind an diesem Morden. Und jetzt gibt es natürlich auch junge Stationsärztinnen, junge Leute, die nicht so richtig wissen, wie das da zugeht und worauf das hinausläuft. Und es ist ganz interessant, wie die da reagieren. Da gibt es das Tagebuch zum Beispiel einer Ärztin in einer katholischen Anstalt in Andernach. Die ist jung, die schreibt in ihr Tagebuch, jetzt kommen diese Fragebogen und es hat sich herumgesprochen, die Menschen, die wir da, wir müssen die ausfüllen, vom Reichsinnenministerium, Gesundheitsministerium gab es damals noch nicht. Wir müssen die ausfüllen, es hat sich herumgesprochen, die werden ermordet. Und dann kommt eine ärztliche Konferenz und dann reden sich diese Ärzte dort ein, nein, das sei hier noch nicht so weit, das würde nur diskutiert werden. Dieser Fragebogen diene nur statistischen Zwecken. Und das reden die sich so gegenseitig ein, 14 Tage lang, und dann füllen sie ihn alle aus. Also das ist, wenn man das Verdrängen der Angehörigen nimmt, auf der einen Seite, dann gibt es das auch beim medizinischen Personal ganz genauso. Auch dieses medizinische Personal kriegt Gelegenheit, in alle möglichen Richtungen wegzusehen. Ich will ein Beispiel geben, damit es auch so klar ist, dass es nicht nur die Anstalten sind, um die es da geht. Da gibt es eine Anstalt in Süddeutschland und eine Kranke, die heißt Genoveva B., da habe ich den Namen nicht gefunden, weil ich ihn aus der Literatur habe. Und die schreibt immer nach Hause, sie will hier rausgeholt werden, man wird hier ermordet. Und dann schreibt der Bruder, der ist eigentlich auf die Zeit nach dem Kriegsende, ein ganz einfacher Bauer, schreibt zurück,
Ja, also nach dem Kriegsende, und dann drängt sie aber weiter, und dann ist er vielleicht zum Pfarrer gegangen oder zum Priester, und dann schreibt er: Indem ich Karl T., ein Bruder der Frau Genoveva B. bin, so hätte ich sie gerne um Auskunft ersucht, schreibt er an die Anstalt, über diese Person. Die Frau Genoveva B. hat mir schon so oft geschrieben, ich solle sie abholen, und deshalb möchte ich anfragen, ob es ratsam ist, diese zu holen und bei mir unterzubringen, ohne dass es Schwierigkeiten geben könnte. Indem nun heute manche Anstalten geräumt werden, so möchte ich dann auch gerne um Auskunft fragen, wenn dies auch in Ihrer Anstalt der Fall sein sollte, wo denn die Frau Genoveva B. untergebracht wird, oder kommt sie irgendwo hin, wo ich dann überhaupt nichts mehr erfahren kann. Sollte dieses Letztere der Fall sein, so würde ich die Frau Genoveva B. lieber abholen, wenn Sie mir es ratsam halten, bevor es zu spät ist. Bitte ergebenst um baldige Auskunft. Also das tut er nach einem halben, dreiviertel Jahr Drängen seiner Schwester. Sie sehen, es ist ein einfacher Mensch, der hier schreibt, ein Bauer. Und ganz gewiss, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir den Priester im Hintergrund vor, dieses Briefes. Wissen Sie, was die Anstaltsdirektion auf diesen Brief draufschreibt, auf die Akte, sofort, als allererstes, und dann antwortet sie: Ihre Schwester ist durchaus geordnet. Wir haben keinerlei Bedenken gegen ihre Entlassung und glauben sogar, dass sie Ihnen eine gute Hilfe sein kann. Wenn Sie die Kranke abholen wollen, empfehlen wir Ihnen, dies umgehend, zweimal unterstrichen, zu tun. 4 Tage später, am 25. Februar 1941, holt Karl T. seine Schwester ab. Am 3. März werden die Frauen aus dieser Anstalt deportiert. Also das ist ein besonderer Fall. Man hat auch Statistiken ausgewertet, etwa für die auch katholische Anstalt Reichenau. Sie müssen sich in protestantischen Gegenden immer ein bisschen schlechter vorstellen als in katholischen, was den Widerstandsgrad betrifft. Da sind 608 Menschen aus der Reichenau, aus dieser Anstalt dort, nach Grafeneck deportiert worden und ermordet worden, alle. Von diesen 608 Patienten haben 112 Angehörige überhaupt nur nachgefragt, wo ist er hingekommen. Von denen gibt es Briefe. Das sind weniger als 20%. Und wenn man diese Briefe alle liest, dann kann man davon 20% als Protest und bei gutem Willen 30%, also als leichten Protest. Also würde man so einen Brief wie diesen, würde man sofort als Protestbrief einordnen, den ich gerade vorgelesen habe, weil der Mann weiß irgendwie, oder nein, weiß ist eigentlich das falsche Wort, vergegenwärtigt sich, was geschieht. Also das sind 6%. Es gibt Fälle, da haben Krankenschwestern die Angehörigen alle gewarnt, gesagt, hier sind Deportationen jetzt. Ihr wisst, was das bedeuten kann. Holt sie, ihr könnt sie hinterher wieder bringen. Auf diese Weise ist es gelungen, in einer Anstalt 4% der Kranken zu retten. So, jetzt denken Sie, diese Angehörigen, naja, so gut stehen die nicht da. Da haben Sie recht. Aber überlegen Sie mal selber. Also wie es ist mit einem dauerhaft, also wir haben es heute etwas besser, weil wir diese chemischen Dämpfungen haben, ja, also wir können ja viele Symptome etwas runterdimmen. Das hatten die damals nicht, diese Möglichkeit. Aber wie es mit einem dauerhaft manisch-depressiven oder psychisch oder schizophren oder psychotischen Menschen ist. Und wenn das in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis einer dauerhaft krank wird. Also wie leicht es da zu Kontaktabbrüchen, zu Distanz, zu Unsicherheiten kommt. Man weiß nicht, wie man darüber reden soll, wie man fragen soll. Wie schwierig das ist, schon mit einem
dementen Eltern und was macht man da? Und es greift ja sehr in den eigenen Alltag ein. Jetzt müsste ich vorstellen, also auch heute, wenn es einen psychisch Kranken in der Familie gibt, ist es ja nicht so, dass unter aufgeklärten Verhältnissen nicht auch gelegentlich über Schuldfragen geredet würden. Woher kommt das aus der Familie? Aus welcher Ecke? Und es innerfamiliäre Probleme dadurch gibt. Aber jetzt stellen Sie sich vor, die Situation im Nationalsozialismus. Sie haben für einen solchen Kranken keinerlei öffentliche Hilfe gekriegt. Sie waren als Familie stigmatisiert, weil es alles als erbkrank galt. Sie haben unter Umständen, wenn Sie ein behindertes Kind kriegten, dann haben Sie keinerlei Hilfe dafür gekriegt. Sie haben seit 1939 das Kindergeld für die gesunden Kinder entzogen bekommen, weil Sie jetzt eine erbkranke Sippe waren. Und dann stellen Sie sich noch obendrein dazu vor, die Situation des Krieges. Also da sitzen Sie hier in Saarbrücken, haben drei kleine Kinder, der Mann ist irgendwo an der Ostfront, hat schon 14 Tage nichts mehr von sich hören lassen. Sie lesen in der Zeitung, da wird heftig gekämpft. Nachts haben Sie ein bisschen Bombenalarm, dann haben Sie noch irgendwo eine Mutter, die in einer anderen, sagen wir in Mannheim, in einer bombardierten Stadt sitzt. Und dann haben Sie noch diesen Onkel Otto, der sich das Hirn rausgesoffen hat, seine Frau immer geschlagen hat und in der Anstalt Klingenmünster sitzt. Sollen sich da um den kümmern, in dieser Situation. Wenn wir über das Verhalten der Angehörigen reden, und ich glaube, man muss es, um überhaupt diesen ganzen Ablauf dieser Morde zu verstehen, und auch, also ich glaube, man kann es auch so begreifen. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist deswegen den Stab über sie brechen und denken, man sei ein besserer Mensch. Also man muss sich in die Situation und die Lebensbedingungen reindenken und sich auch klar machen. Und das wissen Sie aus Ihren eigenen Familien, dass damals die große Mehrzahl der Menschen in sehr viel beengteren, sehr armseligen Verhältnissen wohnte, viele, viele ihrer Vorfahren von damals an der Existenz kannte. In sehr kleinen Verhältnissen. Und es hat ja auch was mit Reichtum, mit Wohlhabenheit zu tun, was man sich da leisten kann und was nicht. Aber der öffentliche Druck natürlich. So, informiert von Anfang an waren im Grunde die gesamte Verwaltung, also natürlich das ganze Amtsarztwesen, die Anstaltsdirektoren, aber auch sämtliche Oberbürgermeister. Also der Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken ist am 3.4.1940 über das Programm bei einer riesigen Versammlung des Deutschen Gemeindetags aufgeklärt worden von der Kanzlei des Führers, wie sämtliche anderen deutschen Oberbürgermeister auch. Es ist ihnen gesagt worden, dass man das aus materiellen Gründen tut, dass es keinen Sinn hat, diese nutzlosen Esser im Krieg durchzufüttern, dass man da die Kräfte des Volkes konzentrieren muss. Und dass sie im Übrigen ihren Friedhofsinspektor informieren sollen, wenn da jetzt Urnen ankommen, wie er damit zu verfahren hat. Das andere ist, die meisten Anstaltspfleglinge waren Mündel. Also die hatten einen Vormundschaftsrichter, der irgendwo saß. Wir hatten damals im Deutschen Reich 1200 Vormundschaftsrichter. Es war übrigens auch ein Beruf schon, der gelegentlich von Frauen in dieser Juristenmännerdomäne wahrgenommen wurde. Die kommen natürlich übers Familiengericht und diese Dinge in das Jurastuhl, in die Rechtshierarchien hinein, geschichtlich. 1200. Einer von diesen hat protestiert. Die kriegten ja dann plötzlich 20 Todesmeldungen an einem Tag von ihren Mündeln auf den Tisch. Mit unterschiedlichen Todesursachen vom selben Standesamt. Alle haben mitgemacht. Sie müssen sich denken, die Kostenträger, ja, also die Landeswohlfahrtsverbände, die kommunalen Kostenträger, überall. Das war völlig klar und offen, dieses Programm. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe über den fehlenden Widerstand und das sich damit abfinden, natürlich unter den Umständen des Krieges und dieser
völlig durchgängigen Beteiligung der öffentlichen Verwaltung. Diese Toten sind ja auch eingetragen worden, immer, also in Deutschland immer, wenn man stirbt, wird es nochmal am Geburtsstandesamt registriert. Deswegen müssen wir immer den Geburtsort angeben, weil da alles über uns gesammelt wird. Das lief alles normal durch. Und wenn man die Beziehung zum Holocaust, also die Verbindung von Euthanasiemorden und Holocaust sich klar machen will, dann ist es das. Es ist die Erfahrung der deutschen Führung, dass man mitten in Deutschland, in Gaskammern, die auch öffentlich bekannt sind, die nicht weit weg sind von Wohngebieten, in denen es nach Menschenfleisch riecht, in Hadamar, in Pirna, dass man eine solche Massenmordaktion durchführen kann, und zwar an den eigenen Deutschen. Das sind ja erstmal zwar Kranke und nicht so ganz, die zieren unser Volkstum nicht in der damaligen Sprache, aber es sind die eigenen Leute, es sind die eigenen Verwandten. Und das hat ja auch so was Merkwürdiges, Autoaggressives, was darin liegt. Und wenn das eine Gesellschaft und ein ganzer Staatsapparat akzeptiert und lückenlos fast mitmacht, wie dann, wenn man Diskriminierte als Feinde, als Verräter, als vorlaut diskriminierte Juden, ja, zu denen der soziale Kontakt schon seit 1933 immer schwieriger und immer distanzierter geworden ist, wenn man die sagt, die Geisteskranken hat man verlegt in andere Anstalten, wenn man die jetzt zum Arbeitseinsatz nach Osten bringt, dann kann es da keinen größeren Widerstand geben. Und diese Gewissheit oder diese Erfahrung nimmt eigentlich die deutsche Führung aus den Euthanasiemorden mit und hat sie 1941. Vielleicht noch kurz, wie es zu der Unterbrechung kam. Es kam zu dieser Unterbrechung der Euthanasiemorde und zu dem Ende der Gaskammermorde am 24. August 1941 durch die Tat eines alleinigen Menschen, eines einzigen Menschen, und das ist Clemens August Graf Galen, der Bischof von Münster. Und das sind drei große Predigten hintereinander an drei Sonntagen, oder ich glaube noch ein Sonntag mal dazwischen, wo er nicht predigt, aber, und das findet statt Ende Juli, Anfang August 1941, diese Predigten. Die können Sie alle im Internet nachlesen, wenn Sie wollen. Es ist auch ganz wichtig, wenn man das tut. Die katholische Bischofskonferenz, also die deutsche katholische Bischofskonferenz, hat über diese Frage immer wieder geredet und so weiter und konnte sich nicht so richtig entschließen, dagegen einen Hirtenbrief zu machen. Und da haben sie doch einen gemacht, der ist Ende Juli verlesen worden von allen Kanzeln. Und da stand so drin, ja, also man darf im Krieg andere Menschen töten als Soldat im Kampf. Das ist also vor Gott erlaubt und gerecht, aber man darf keine Unschuldigen töten. Und damit waren die Euthanasieopfer gemeint. Und dem Galen, der innerhalb dieser katholischen Bischofskonferenz also ein Fundamentalist war, der schlimmsten Sorte, also mit dem sich hier, glaube ich, kaum jemand identifizieren würde, dem ging das furchtbar auf die Nerven und er hat was gemacht, er hat gepredigt. Es fing da auch gerade an, die Deportation im Münsterland, und er hat das Licht angeschaltet. Er hat einfach gesagt, ihr wisst doch alle ganz genau, die werden deportiert und 14 Tage später wird euch geschrieben, ihr könnt die Urne abholen. Und ich könnte euch Namen nennen, wo das hier passiert ist. Und zwar in unserer Gegend. Der hat zu seinen Leuten gesprochen. Der hat nicht gegen Hitler protestiert, sondern an das Gewissen seiner Kirchenbesucher und der Bürger von Münster appelliert. Tut was, akzeptiert diese Ausreden nicht. Ihr wisst es, sie werden deportiert und nach 14 Tagen kommt die Urne und steht irgendeine Todesursache drauf. Er hat sozusagen diesen Schein, dass man da weggucken konnte,
Dadurch wird es ja unerträglich. Wenn man nicht mehr weggucken kann, ist schlecht. Solange man das sagen kann, man weiß es nicht genau und naja, und zwar vielleicht auch besser für ihn, jetzt ist er erlöst und so, geht das alles. Und dann, in der Woche dazwischen, wurde Münster bombardiert. Das liegt ja fast an der holländischen Grenze und die britische Luftwaffe, damals noch nicht sehr stark, flog die ersten für spätere Kriegszeiten ganz unbedeutenden Angriffe, aber Münster Fachwerk und so, das brannte gut und es gab so 100 Tote. Wenig im Vergleich zu später, für damals 1941 sehr, sehr viel. Und wissen Sie, was Galen am nächsten Sonntag tut? Der sagt nicht, das ist britischer Luftterror gegen arme Zivilisten. Der sagt, das ist die gerechte Strafe Gottes gegen diese Stadt, die es in ihren Mauern duldet, dass unschuldige Menschen umgebracht werden. Er bezieht sich wieder ganz auf der, da kommt kein Mal das Wort Hitler oder irgendwas vor. Und der gerechte Gott wird diese Stadt weiter strafen und er muss sie weiter strafen. Und in der Woche drauf kommt wieder ein Bombenangriff. Und dann wiederholt er das nochmal und erzählt in seiner Predigt die Geschichte, wie Jesus den Tempel in Jerusalem von den Gotteslästerern und den Händlern räumt und sie rauswirft und sagt, wenn das hier so weitergeht, dann wird in dieser Stadt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Dieser Widerstand motiviert aus den Quellen, also warum strenge Katholiken gegen Abtreibung sind, Selbstmord Selbstmord nennen und nicht Freitod, ist genau immer dasselbe, ja, ist der Widerstand, der im Sommer 1941 durchschlägt. Hitler fühlt sich zu schwach, diesen Mann verhaften zu lassen, weil er einen zu großen Rückhalt hat, weil es an der Ostfront schon sehr schwierig wird, es immer mehr Tote gibt, der Vormarsch nicht so gelingt, an der Westfront Bombenangriffe kommen, von denen man versprochen hat, sie würden nie kommen, und er ist in der Klemme und man lässt das zu und bricht das Programm von einem Tag, ohne dass einer der an den Morden Beteiligten, direkt Beteiligten, vorher irgendwie gefragt oder informiert worden. Die sind völlig perplex, ja, dass ihnen der Führer in den Rücken fällt, in ihrem Tun. Und wird es abgebrochen, weil dieser Schein sich öffentlich nicht mehr aufrechterhalten lässt, dass es sich um quasi natürliche Todesursachen handelt, weil plötzlich öffentlich darüber gesprochen werden muss, weil es einer getan hat. Es gibt noch eine zweite Predigt, die ist sehr viel schwächer, von dem Bischof Konrad von Preysing in Berlin. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Galen Unterstützung gefunden hätte, breitere, dann wäre vieles, glaube ich, anders weitergegangen. Auf protestantischer Seite, also auf Ebene der höheren Würdenträger, hat es diese Art von Protest überhaupt nicht gegeben. Keinerlei öffentlichen Protest. Es hat Protest von einzelnen Anstaltsleitern, Landesbischöfen, von Bodelschwing und so weiter gegeben. Aber das waren immer staatsloyale, amtsinterne Briefe, von deren Existenz die Öffentlichkeit erst nach dem 8. Mai 1945 erfahren hat. Vorher nie. Galen hat öffentlich gesprochen, aber nur, dass Sie es klar machen, wenn Sie diese Predigten lesen, in derselben Predigt, der die Euthanasiemorde verurteilt, und dass Sie sich nicht mit Widerstand einfach identifizieren, sagen, Widerstand ist immer schön und gut, in derselben Predigt verurteilt er auf derselben Ebene kurze Röcke und vorehelichen Sex. Ja, und heute ein Galen in Deutschland, das würden 90-95% der deutschen Bevölkerung als ganz was Grässliches empfinden und das auch öffentlich zum Ausdruck bringen. Aber in dieser Situation, und ich glaube, dass man Widerstand auch aus seinen je eigenen Motiven verstehen muss und akzeptieren muss und auch ehren muss und sich klar machen muss, aber es ist nicht mein Widerstand. Natürlich überhaupt, der ganze Sterbehilfe-Euthanasie-Gedanke kommt aus dem linken, aus dem liberalen Lager.
geschichtlich. Also in den 1920er Jahren wird darüber diskutiert, es wird von sozialistischen Ärzten diskutiert, noch 1934 in der sozialistischen ärztlichen Exilzeitschrift werden die Thesen von Binding und Hoche für die Beendigung lebensunwerten Lebens hochgelobt, obwohl man da schon weiß, so wie der Nationalsozialismus ungefähr so sich entwickelt hat bis dahin, ganz unabhängig davon, und Sie können es auch messen, also in früher sozialdemokratisch oder kommunistisch wählenden Gebieten, ich will hier dem Saarland nicht allzu nahe treten, ist der Widerstand deutlich geringer, wenn es überhaupt welchen gegeben hat, als in streng katholischen Gebieten. Das ist völlig klar. Und es wird auf dem Fragebogen übrigens auch gefragt, nicht nur nach der Häufigkeit der Angehörigen, sondern auch nach der Religion des Patienten. Auch das ist ein Faktor, den man in Berlin wissen will und der in die Entscheidungen, wie man vorgeht, eine Rolle spielt. Es hat auch für die Patienten katholischer Anstalten ein ganz anderes Verlegungsverfahren gegeben wie für die Patienten öffentlicher und protestantischer Anstalten. Im Fall von katholischen Anstalten in Bayern hat man sie in eine öffentliche Anstalt verlegt und sie Postkarten schreiben lassen, möglichst auch nach Hause. Ja, und an die frühere Anstalt, dass es ihnen gut geht und sie dann erst nach einem halben Jahr, nicht nach 4 Wochen, urplötzlich alle ermordet, also in einer Vergasungsanstalt. Aber da ist man sehr viel vorsichtiger und eben auch differenziert vorgegangen. Nur noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Man denkt sich so, naja, diese irren Behinderten, die werden es schon nicht so richtig mitgekriegt haben, was da geschah. Das ist ein großer Irrtum, also das redet man so. Sie alle kennen Menschen, die schizophren sind, die Epilepsie haben, die alkoholkrank geworden sind, manisch-depressiv. Tja, die sind alle alphabetisiert, die können lesen und schreiben und die haben so helle Momente, dass es den sich gesund fühlenden manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn die reden. Das kann jedenfalls schwierig werden. So, und ich lese Ihnen mal vor, wie solche Verlegungen stattfanden. Es gibt da nämlich eine ganze Menge Protokolle drüber und auch Berichte. Das sind die Überlebenden des katholischen Pflegeheims Taufkirchen bei München. Die schildern amerikanischen Untersuchungsoffizieren im Mai 1945, wie sie die Verfolgung in der Euthanasiezeit erlebt haben. Wir haben immer, es ist eine Patientin, wir haben immer so Angst gehabt. Wir haben ein bisschen was gehört, dass die SS die Leute ins Auto geschmissen hat. Wir waren schon lange gefasst, dass mal irgendjemand kommt. Da habe ich gehört, dass Kontrolle ist. Da sind wir durch den Wald, sind umeinander gelaufen, weil wir nicht gewusst haben, wohin. Dann sind wir in die Sandgrube geflüchtet. Von da haben wir beobachten können, ob das Auto weg ist oder nicht. Als dann die Schwestern kamen, uns zu holen, haben viele gleich wieder das Laufen angefangen. In die Scheunen haben wir uns ein paar Mal versteckt. Das Odelloch, das ist bayerisch Güllegrube, haben wir uns ausgesucht, da wäre niemand runtergestiegen. Wenn wir ein Auto gesehen haben, sind wir schon wieder gesprungen. Man hätte aber heim auch nicht können. Die haben es von den Häusern rausgeholt. Man war nirgends sicher. Wir haben immer nimmer gewusst, wo aus noch ein. Wir haben mindestens 3 Wochen nicht mehr schlafen können vor lauter Angst. So wie ein Auto kam, rief die Oberin, auf Marsch, versteckt's euch. Wenn einer kommt, nicht stehen bleiben. Also da sehen Sie, was in den Anstalten los war. Ich kann Ihnen hier noch, das ist der Bericht einer Krankenschwester der katholischen Anstalt Ursberg, das ist in der Nähe von Augsburg. Und da wird das Haus St. Vinzenz geräumt. Und die schreibt unmittelbar danach einen Bericht über diese Räumung. Der Gedanke St. Vinzenz, das sind so Patienten, die dann für ein halbes Jahr in die öffentliche Anstalt Kaufbeuern kommen und dann bis auf einen alle ermordet werden. Der Gedanke St. Vinzenz verlassen zu müssen, traf die Pfleglinge schmerzlicher, als wir ahnen konnten.
Also diese katholischen Schwestern arbeiten sozusagen staatsloyal mit. Also in ihrem eigenen Verständnis leisten sie Veronika-Dienste auf dem letzten Weg. Sie gingen wortlos durch die Gänge und Räume, viele aßen nicht mehr und sahen fahl aus. Die meisten schliefen nicht oder unruhig. Sie seufzten und weinten und bettelten eindringlich. Jesus habe ich gern, aber sterben möchte ich nicht. Johann Haas urteilt, mir gefällt die Geschichte nicht. Jakob Speiser beruhigt sich selbst. Ich bin gescheit, ich kann überall helfen, ich kann putzen, Hausarbeiten tun, dann geht es mir überall gut. Trotz dieses Trostes weint er bitterlich beim Abschied im Sprechzimmer. Dominikus Hanauer bittet am Vorabend des Reisetags Schwester Oberin im Stiegenhaus mit aufgehobenen Händen. Schwester Oberin, um Gottes Willen, lassen Sie mich da. Ich kann nicht fort. Lassen Sie mich da sterben. Schwester Oberin weint. Fritz Harlacher gibt 2 Tage vor dem Abschied Geld für eine heilige Messe in der Meinung, dass er bleiben darf. Ein anderer gibt ein Messstipendium um eine gute Sterbestunde. Auffallend für uns Schwestern war, dass so viele Pflegebefohlene vom baldigen Sterben sprachen, obwohl ihnen nur die Versetzung in eine andere Anstalt mitgeteilt worden war. Kein Wort vom Sterben müssen. Ottmar Gasser äußerte so bestimmt, wenn ich draußen bin, bin ich in 3 Tagen tot. Als die Pfleglinge zwischen den Schulterblättern gezeichnet waren, also sie kriegten dann Nummern mit so Tintenstift aufgeschrieben. Diese Forderung war bei Ankündigung der Verlegung nach Kaufbeuern gestellt worden, sagte Anton Kramer. So, jetzt sind wir gezeichnet zum Schlachten. Das Wort schnitt den Schwestern durch Mark und Bein. Es kam unter Schmerzen der Scheidetag, der 19. November, das Fest der heiligen Elisabeth. Beim Wecken zu früher Stunde sagte Gottfried Ehinger, heute ist ein schwerer Tag, muss es jetzt wirklich sein. Nach dem letzten Morgengottesdienst und einem guten Frühstück versammelten sich die scheidenden und helfenden Schwestern an der Pforte. Gesprochen wurde nicht viel. Diese Patienten wussten das. Am 28. Juni 1944 ist in Kaufbeuern, da war damals diese örtliche Euthanasie im Gange, sind in dieser Anstalt weit über 1000 Menschen in der Anstalt ermordet worden. Da kommt eine ukrainische Zwangsarbeiterin, die beim Allgäuer Bauern auf dem Hof arbeitet, wird als geisteskrank eingeliefert. Und ich lese Ihnen mal hier den Aufnahmebefund vor. Der Körper, besonders die Füße, waren sehr schmutzig. Gibt an, ich bin Ukrainerin, bin beim Bauer Stetter gewesen. Den Ort könne sie nicht sagen. 8 Jahre, Zitat jetzt, 8 Jahre zur Schule gegangen, wo die Eltern leben, weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Ukraine. Ich bin 20 Jahre alt, jetzt bin ich im Krankenhaus. Sprich gebrochen Deutsch, abend wurde sie etwas unruhig und laut. Sie möchte arbeiten und wieder nach Hause. Sie möchte nicht verbrannt werden. Das weiß eine 20-jährige ukrainische Zwangsarbeiterin 1944. Und die meisten Deutschen sagten auch hinterher, sie wissen es nicht. Oder man konnte es nicht wissen. Also, und die Beispiele dafür, also wie in den Anstalten geredet wurde, ich kann Ihnen noch einen Brief vielleicht vorlesen, aus einer Anstalt bei Stuttgart-Stetten, an die Eltern geschrieben, 1940, am 10. November, liebe Eltern und Geschwister, ich lebe wieder in Angst, weil die Autos wieder da waren. Wenn man nicht aufgeregt wird, dann müsste man Nerven von Stahl und Eisen haben. Ihr könnt euch freilich nicht in die Lage stellen, wie die Situation ist. Wenn sie aber kommen und nehmen einen am Kragen, ich bin freilich keine Schwache, das ist klar, aber ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wie sie einen mitnehmen wollten,
wo arbeiten in der Gärtnerei. Das sind keine Vermutungen, das ist alles wahr, was ich berichte. Die Regierung will nicht mehr so viele Anstalten und uns wollen sie zur Seite schaffen. Das ist genug für heute, euer Fritz. Ist sehr klar. Und ich würde denken, 80% der Insassen dieser Anstalten haben das gewusst. Es gibt auch von einigen derer, die zurückgekehrt sind, also die umdrehen konnten, dann Berichte, Nachkriegsaussagen, wie die Transporte zu den Gasanstalten verlaufen, wie die Situation vor den, also dann schon sozusagen am Eingang zur Gasanstalt ist. Auch das ist sehr überzeugend. In der zweiten Kriegshälfte ist, wie gesagt, dezentral gemordet worden in den meisten öffentlichen Anstalten des Deutschen Reiches. Das hing unmittelbar zusammen mit dem Luftkrieg. Und zwar seit Mitte 1942 wird gesagt, die Kranken, die Geisteskranken müssen in den psychiatrischen Kliniken bleiben. Und die psychiatrischen Kliniken, die ja meistens so ein bisschen außerhalb liegen, die Anstalten, werden ausgewiesen als Reservekrankenhäuser für den Fall von Bombenangriffen für die Zivilbevölkerung. Und die müssen aber der ganze klinische Betrieb mit den Betten und Wäschereien und alles muss weiterlaufen, weil wenn wir das räumen, dann ist ja das medizinische Personal auch nicht mehr da und dann nimmt jemand anders diese leerstehenden Gebäude, weil er sie braucht, die Wehrmacht oder sonst wer. Und dann kommen die körperlich Verletzten von den Bombenangriffen da rein und eine entsprechende Zahl wird in Tötungsanstalten deportiert. Also so sind zum Beispiel in Hadamar in der ersten Phase in der Gaskammer rund 10.000 Menschen ermordet worden und in der zweiten Phase, das trifft dann auch Saarländer, rund 5.000 Menschen, die dort mit Spritzen genau in diesem Zusammenhang ermordet wurden. Und das können Sie ganz klar sehen, das hat was mit den Bombenangriffen auf Großstädte zu tun und im nächsten Moment werden die psychisch Kranken, später auch alte Leute, Gebrechliche, abtransportiert und ermordet werden. Die Euthanasiemorde greifen auch über auf sogenannte asoziale Tuberkulose dann in der zweiten Kriegsphase, also Leute, die sozusagen sich der Therapie entziehen, ansteckend sind, nicht genügend arbeiten können. Auch hier gibt es Todesbeschleunigung in Zusammenhang mit den Euthanasiemorden. Und in dieser zweiten Phase entscheidet nicht mehr irgendeine Zentrale in Berlin und macht Listen, sondern das geschieht in den Anstalten selber, wenn sie geräumt werden. Und zwar im Grunde durch die Stationsschwestern und Stationsärzte, aber immer mehr durch die Stationsschwestern und Pfleger. Und das sind dann keine Diagnosen mehr, wie ist seit 5 Jahren hier oder arbeitet zu wenig. Was macht man, wenn man in so einer Station arbeitet? Also man entwickelt ein gewisses Interesse an einem ruhigen Arbeitsplatz. Also nicht, dass es da einfach gewesen wäre, aber ich glaube, dieses Interesse, das dann ganz anders ist, sehen Sie, ich habe hier aus einer Hamburger Liste, die in Anführungszeichen Diagnosen, die dann in der zweiten Kriegshälfte für die Verlegung eine Rolle spielen, mal notiert. Das sind immer so 3, 4 Wörter, halbe Sätze, das werden Sie gleich merken. Unangenehmer Patient. Trägt sich mit Ausbruchsblähen, albern und vorlaut, hat sich gestern Abend homosexuell betätigt, gelegentlich verstimmt und reizhaft, neuerdings triebhaft, grimassiert, onaniert viel, was er putzt, bleibt schmutzig, ganz unbeschäftigt, wird bösartig und ausfallend, stößt raue, bösartige Laute aus, verlangt ihre sofortige Entlassung, will immer ihren Willen durchsetzen, unsauber, das ist natürlich ein Hauptgrund gewesen, gewalttätig, sagt mit ängstlichem Gesichtsausdruck, Schwester, ich werde umgebracht, unruhig,
schimpft auf den Ehemann, nachts zuweilen störend, macht viel dummes Zeug, zeitweise recht widerstrebend, völlig zerfahrend, immer abweisend, eine geordnete Unterhaltung nicht möglich, überheblich, Nörgler, Hetzer, Konflikte mit der Umgebung, mürrisch, missgestimmt. Das geht noch weiter, das erspare ich Ihnen. Aber da sehen Sie, das sind die Krankenschwestern, das ist das niedrige Personal, das hier entscheidet, wie kriegen wir die Station so hin, dass sie irgendwie halbwegs von selber läuft. Auch diese Leute stehen natürlich unter Druck. Ich glaube nicht, dass es im Zweiten Weltkrieg schön war, in diesen Psychiatrien zu arbeiten, das nicht. Aber das ist ein Verfahren, wenn man sagt, das erste Verfahren 1939 bis 1941 mit diesen Fragebogen, das sei ein Kreuzelschreiber und das sei völlig willkürlich. Naja, im Grunde haben die schon die ermordet, die sie ermordet wollten mit diesem Verfahren. In der zweiten Kriegshälfte gelten dann eben andere Kriterien. Und das ist der Zufall, aber natürlich spielt auch hier, das zeigt sich auch an diesen Deportationen, da werden 96 Frauen nach Hadamar deportiert aus Hamburg. 5 Angehörige setzen sich sofort ein, fahren hinterher, holen die alle zurück und die anderen 91 sterben. Das ist ganz klar. Nun, es ist nicht leicht, ne, in diesem schwer bombardierten Hamburg. Viele hatten keine Angehörigen, viele konnten sich nicht kümmern. Viele waren, das kommt ja auch hinzu, natürlich viel autoritätsgläubiger, als wir es heute sind. Also wenn der Staat was tut, macht, dann wird es schon irgendwie in Ordnung sein. Hatten ja auch Angst vor staatlichen Behörden, vor Ärzten. Das wird man alles mit berücksichtigen müssen. Nun, zum Schluss vielleicht noch einfach ein Dokument über das Hungersterben in den Anstalten. Das ist ein Mann, der kommt aus Westfalen und ist 41 Jahre alt und wird dann am 9. Januar 1945 in Hadamar ermordet. Er heißt Ernst Putzki und schreibt hier an seine Mutter. Kaum, dass er nach Weilmünster, das ist sozusagen der Vorhof von Hadamar, also von dort geht es dann weiter, wenn man nicht in Weilmünster schon stirbt, und Sie werden gleich sehen, wie in diesen Anstalten damals gestorben wurde. Dokumente. Liebe Mutter, wir haben heute schon 4 Jahre Krieg und den 3.9.43. Die Stachelbeeren bekam ich nicht, das angekündigte Paket erhielt ich erst gestern und wurde wahrscheinlich zu Fuß hierher gebracht. Der Inhalt 2 Pfund Äpfel und eine faule, matschige Masse von stinkendem Birnenmus wurde mit Heißhunger überfallen. Um eine Handvoll zu faulem Zeug rissen sich andere Todeskandidaten. Meine Schilderung aus Wunsdorf, da war er mal dazwischen, das ist bei Hannover, wurden nicht geglaubt, aber diese muss man glauben, weil sich jeder von der Wahrheit überzeugen kann. Also, nachdem Paul, der Transport war am 26. Juli und ich bin seit genau 6 Wochen hier. Wir wurden nicht wegen der Flieger verlegt, da irrt er sich, sondern damit man uns in dieser wenig bevölkerten Gegend unauffällig verhungern lassen kann. Das ist wieder ganz richtig. Von den Warsteinern, die mit uns auf die Siechenstation kamen, leben nur noch wenige. Die Menschen magern hier zum Skelett ab und sterben wie die Fliegen. Wöchentlich sterben rund 30 Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Also das ist eine öffentliche Anstalt, die auch besucht wurde natürlich von manchen Angehörigen. Die Bilder aus Indien oder Russland von verhungerten Menschen habe ich in Wirklichkeit nun auch. Die Kost besteht aus täglich 2 Scheiben Brot mit Marmeladen, selten Margarine oder auch trocken. Mittags und abends je 3/4 Liter Wasser mit Kartoffelschnitzeln und holzigen Kohlabfällen. Die Menschen werden zu Tieren und essen alles, was man eben von anderen kriegen kann, so auch rohe Kartoffel und Runkel. Ja,
wir wären noch anderer Dinge fähig zu essen, wie die Gefangenen aus Russland. Der Hungertod sitzt uns allen im Nacken, keiner weiß, wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten, das bezieht sich auf die Gaskammern in Hadamar, das weiß er, und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. So, das ist übrigens ein Brief, der kam nicht an bei den Adressaten. Man hat ja inzwischen viele Krankenakten und da findet man die teilweise dann unterschlagen von den Anstaltsleitungen drin. Der ist aber in Orthographie und Ausdruck, ist er völlig unverändert, so original so. Und das ist ein großer Teil dieser Kranken. Ich höre jetzt gleich auf. Zum Schluss einfach, ich habe mal einen Aufruf gemacht, soll man die Namen dieser Ermordeten mal endlich öffentlich nennen. Ich tue das in dem Buch, soweit ich sie habe. In den meisten Büchern, auch das, was hier über die Euthanasie und Sterilisierung im Saarland geschrieben worden ist, werden alberne Fantasienamen vergeben, oder es ist Josef S. und Irina K. Ich finde aber, man müsste sie nennen. Es sind Opfer des Nationalsozialismus. Wir nennen die Namen von ermordeten Juden, wir nennen die Namen selbstverständlich von ermordeten Kommunisten, Sozialdemokraten. Und ich habe an den Präsidenten des Bundesarchivs deswegen geschrieben und auch an den Bundesdatenschutzbeauftragten. Und beide haben geantwortet, sie können prinzipiell alle Namen nennen. Wer vor 1945 gestorben ist oder irgendwie zu Tode kam, dessen Namen darf man öffentlich nennen. Und beide, ohne sich abzusprechen, ich habe den gleichzeitig geschrieben, sagten, nehmen Sie aber bitte Rücksicht auf die heute lebenden Angehörigen. Die könnte das stören. Also das ist dieser Punkt der Scham. Und ich habe das dann in einem kleinen Artikel für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung verarbeitet. Und ich habe ein ganz positives und anrührendes Echo bekommen. Und da will ich Ihnen zum Schluss einfach noch einen Brief vorlesen. Also wie das in den Familien so aussieht und welche Schwierigkeiten da zu überwinden sind, also nach dem Krieg zu überwinden waren und zum Teil eben auch erst heute langsam überwunden werden können. So, das schreibt mir der Blogger SG auf die Frage, also soll man diese Namen veröffentlichen? Ich habe nur positive Antworten bekommen. Ich bin sehr dafür, auch diesen in der Tat von vielen Familien wenig gewürdigten Opfern der Nazi-Diktatur einen Namen zu geben. Ich habe das in dem Artikel beschriebene Verhalten, also der Scham, in meiner eigenen Familie erlebt, beziehungsweise erlebe es noch. Der Herr, der hier schreibt, ist so alt wie ich ungefähr. Eine Schwester meiner jetzt 98-jährigen Mutter wurde 1942 im Alter von knapp 30 Jahren wegen manisch-depressiven Verhaltens zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik bei Berlin gebracht. Nach 4 Tagen erhielten ihre Eltern die Nachricht, dass sie an Herzversagen gestorben sei. Da sie aber körperlich völlig gesund war, liegt der Verdacht eines Euthanasiemordes außerordentlich nahe. Allerdings wollte damals niemand in der sehr weitläufigen Familie, meine Mutter hatte 11 Geschwister, diesem Verdacht nachgehen. Auch die Eltern meiner Tante, zermürbt von Bombenangriffen und der Sorge um die depressive Tochter, wollten, soviel ich weiß, keine Untersuchung des plötzlichen Todes in die Wege leiten. Aus dem Gefühl der Schande heraus, aus Überforderung oder aus berechtigter Angst, das wissen wir nicht. Von den zahlreichen Nachkommen in dieser Familie hat meines Wissens bisher noch niemand meiner Generation Nachforschungen angestellt, obwohl uns die Tatsache im Prinzip bekannt ist. Ich selbst habe das unter anderem aus Rücksicht auf meine Mutter, die das Thema immer abwehrte, auch nicht getan.
Erst jetzt hat Ihre Enkelin, unsere Tochter, sich bemüht, Fakten und Erinnerungen zu sammeln und das Geschehen aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein Zustand, der sehr sprechend ist und der für fast alle deutschen Familien in dieser Form gilt. Wie gesagt, in gerader Linie, jeder achte heute 25-Jährige in gerader Linie hat einen. Wenn Sie die angeheirateten Familien, die Cousinen und Cousins und den Bekanntenkreis damit dazu denken, müsste eigentlich jeder von Ihnen einen kennen und es werden nur 3, 4 in diesem Raum sein, bei denen es der Fall ist. Dankeschön.